Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofberg Manuelode mit dem Paul, Boxer und Simon. Hallo. Hallo. Servus. Wir sind hier die dicken Schweine hin und am Hin- und Herfahren. Dicken Oschis. Dicken Oschis. Diskriminierung hier. Warum denn? Die haben alle so ein Ringelschwänchen. Freuen sich, Werner, die freuen sich. Kann ich sie zum Metzger bringen? Ja. Soll ich sie zum Metzger bringen? Wäre besser, aber wir haben schon 300 plus okay. Im Stall. Jungs, ihr müsst weg, sorry. Oh Gott, das ist ein Baum. Ich mach sogar die Metzgang kommen, sind sie schon. Die Sonnenplane drüber. Nee, warte, ich lasse die Sonnenplane offen, dann werden sie schon ein bisschen vorgegart. Wow. Nicht gut? Okay, nicht gut. Ich kenne den Metzger zufällig hier. Das soll der Dicke von ist das dem jetzt Mann, gut ne? oder schlecht? Boxer hat nächste Woche keine Zeit mehr, hat er gesagt, zum Aufnehmen. Das Böse. Oh! Böser Junge. Böser Junge. Das leckt teilweise hier. Boxer. Klingt bei dir, klingt so, als wie du einen Schnuller im Mund hättest. Muss dich enttäuschen. Okay, dann nicht. Ich muss mal kurz irgendwas neu starten, bin gleich wieder da. Ja. Oh Gott. Also lange habe ich aber nicht mehr Zeit für solche Aktionen hier, ne? Ich wollte eigentlich Feld Nummer 2 dreschen. Und? Simon denkt sich, juckt mich nicht. Ich mache meinen Job hier und gut ist. Ich mache mein Gemüse und gut ist. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Der Metzger hat geschlossen. Der Metzger hat zu. Natürlich hat er... nicht so dicke mit ihm? Um 18 Uhr hat er zugemacht, ne? Klar. Ja, was mache ich jetzt mit den Schweinen hier? Vor die Haustür stellen? Ja. Kann man die irgendwo anders verkaufen? Schweine. Das sind aber kleine Schweine, glaube ich. Glaubt ihr, können wir die beim Viehhandel verkaufen? Probier's aus. Boxer, was ist jetzt schon wieder los mit dir? Ist gut. Nein, die können wir nicht, weil da können wir nur Ferkel verkaufen. Dün. Ferkel geil. Ist was anderes. Okay, dann heißt, ich bringe sie wieder zurück zum Hof. Kein Problem. Hat einen schönen kleinen Ausflug. Ja, bisschen frische Luft tut nicht schaden, ne? Boxer, was hast du so gelacht? Verstehe ich nicht. Ich habe gerade die Schweine ausgekippt, aber es sah so lustig aus. Boxer. Ausgekippt. Ja. Das ist ja, wie du mit den Tieren hier umgehst, ist ja nicht mehr normal, ne? Hallo, das ist bares Geld. Nee, das ist ein Lebewesen. Ja, meine ich. Ja, okay. Das kippt man nicht aus. War das zum Release des LS17 mit der Peter, da ja. Wo die so Aufstand gemacht haben? Ja, ja. Warum nochmal? Was war das nochmal? Weil Giants sollte doch laut wie heißt die? Peter? Pega? Peter? Genau, Peter. Sollten sie doch auch die Schlachtung mit reinnehmen in das Spiel. Irgendwie so war das doch, weil dann wird den Leuten auch bewusst, was sie da machen mit den Tieren. Oder war das? Irgendwie so war das, ich weiß nicht mehr genau. So. Oh, Alter, was sind... Doch, Gott. Ja, gibt es noch irgendwo eine Aufzugsstation von den Ferkeln? Nee, nur die ja, eine. Das ist die einzige. Oh, nehmt ihr noch welche? Ja. Bin mal gespannt, was die so geben. Weil eigentlich viel Arbeit ist das ja nicht. Ja, ach so. Die Frage ist, ob du sie da rein pressen kannst. Nee, ich meine bei Werner, wenn wir die verkaufen würden. Das weiß ich nicht. Beine. Nicht die Ferkel, also die Ferkel werden ja aufgezogen. Hi. I know. Hallo. So, jetzt wird's hoffentlich besser. Was gemacht? Hat Atomkraftwerk im Keller angeschmissen? Nur den 6-Zylinder Diesel draußen. Hey, Paul hat gerade eine Ansage gemacht.
Ne, ich habe gerade Router, PC und alles neu gestartet. Paul hat gerade mal seine Visitenkarte abgegeben, damit die weiß, wer er überhaupt ist. Aha. Haha, witzig. Ha, ha, ha. Ich glaube, da reicht, wenn Paul runtergeht. Hä? Was? Ja. Was ist heute los, bloß? Heute ist der technische Wurm drin. Lohnt sich das hier neu noch Boxe? Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt hier? Weil hier ist noch eines drin, glaube ich. Also hier haben wir noch fünf. Ja gut, dann lohnt sich schon. Also Na, jetzt vier. bin ich auch schon da. Aber was ist denn... Oh. Ach Gott. Oh. Was ist denn in diesem Auslaufgehege hier drin? Oder wäre das so ein Das sind Lager. Zwischenabladeplatz? Ah, okay. Dim, 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 dim. Ja. Stunden später. Zu müde für diese Welt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was nehmen wir jetzt als nächstes Investitionsziel? Eigentlich wieder Felder, oder? Hey, du hast Felder, hier. wir kaufen alle Felder. Ja, das haben wir ja sowieso gesagt. Felder, Felder, Felder. Ich würde erstmal vorschlagen, wir dreschen erstmal Feld 2. Ja, wie gesagt. I'm Das ist on aber my kein way. Investitionsziel. Nee, aber das trägt zum Investitionsziel bei, das noch nicht bekannt gegeben wurde. Achso. Das ist aber auch genau für den LKW gebaut hier, ne? Weil viel länger wird es auch gar nicht gehen hier. So, komm mit, meine Schweinchens. So. So, wie sieht das aus? Also alle Dicken sind weg, Boxe. Sehr gut. Nice work. Weiß ich, habe ich gemacht. So. Gut, das heißt, ich bringe die Schweine jetzt nochmal zum Hof und hau mich dann in den Drescher rein und werde dann ein bisschen dreschen. Muss Werde wahrscheinlich. dir folgen. Ich weiß wahrscheinlich, muss ich aber noch das Schneidwerk konfigurieren. Glaube ich. Paul, Ja. wenn du deinen Radler da suchst, der steht noch bei den Schweinen rum. Habe ich schon gefunden. Okay. Aber die Schaufel steht aber noch beim Blumenschnitzler. Das Schneidwerk ist auch auf Gras ausgelegt. Das ist schlecht. Weil ich glaube, warte, lass mich gucken, auf dem Feld A2 ist Da ist Weizen. sicher kein Gras. Was hattet ihr noch am. Weizen, Feld 2 ist Weizen. Was hattet ihr noch am Shop stehen? Ferkelmilch oder? Ne, solche Säckchen. Ich glaube, das ist Aufzuchtfutter, irgendwas. Ferkelfutter, kann das sein? Oh Gott, oh Gott. So, es muss aber auch noch gedüngt werden. Wie war das? Ja. Ach so, müssen wir Feld 2 auch nochmal düngen? Gucken. Reiß es runter. Wenn es fertig gewachsen ist, düngt man normal nicht mehr. Boxer kommt immer rangeschossen wie so ein Ferrari, ey. Der auch rot. Oh Gott. Ich glaube, wenn es ausgewachsen ist, kannst du es auch nicht mehr düngen. Weiß es nicht mehr. Das bringt nichts. So, wie sieht's hier, Mitch? Oh, kein Wasser mehr drin. Wo ist kein Wasser mehr drin? Ah, der ist angekommen. Bei dem Dämpfer. Bei der Beim Schweinefutterproduktion. So. Dämpfer?
Nee, bei der Schweine. Einfach klingt auch gut. Verstehe nicht, Boxer, verstehe nicht. Bei Schweinefutterproduktion. Ja. Auch geil, dass der MRN wieder nicht angeht hier. Erstmal die Taste spammen, hast du recht. Ich bin mal wieder weg. Wo denn? Wirst du gleich sehen. Oh, Paul hat den Server verlassen. Oh. Heute ist echt lästig. Server mag dich heute nicht. Überhaupt nicht. So. Ich glaube, Gras sollten wir jetzt erstmal genug haben. Ich hoffe. Ja, Gras war immer so ein Ding, ne? Oh, im Lager sind jetzt schon über 200, glaube ich. Mal gucken. 296. Werner? Ja? Mach doch mal die Türen zu. Nee, ich muss hier das hier reparieren und so. Oder umkonfigurieren. So. Schneidwerk für halben Teiler wahrscheinlich, aber nur. So, läuft. Dann können wir das jetzt wieder nehmen. Das ist immer so eine Wissenschaft, ne? Mir fällt gerade auf, dass der Drescher nicht aufgetankt wurde beim letzten Mal. Nicht gut, nicht gut. Wie fährt der denn noch? 485 Liter. Oh, mit wirst du ja, glaube ich, hinkommen. Ja, mal schauen. Machen wir das Schneidwerk auf. Also wenn mich jemand sucht, ich bin am Dreschen, ne? Jo, mach's gut. Ja, ich besuch dich. Sehr gut. Haben wir noch Kraftfutter irgendwo? Glaube nicht. Muss wieder produziert werden. Ja, deswegen hätte ich auch gerne den Futtermischwagen mit reingenommen, weil da kannst du nämlich instant 50.000, 60.000 produzieren, nicht immer nur ein bisschen Wasser. Da finde ich schon nicht so schlecht. Du hast einen Follower. Bitte? Was hab ich? Du hast einen Follower. Wer denn? Du oder was? Ja, sicher. Achso, da haben wir gerade, habe ich die Livestream-Funktion an oder was ist los hier? Ah ja, das Licht wird heller auf der Hinterseite des Dreschers. Jetzt auch rausmachen. Nee, ist nicht so schlimm. Aber Rübenschnitzel haben wir doch auch noch, ne? Paul ist gerade dabei gewesen, Rübenschnitzel zu produzieren. Haben wir da noch was von sowieso im Lager gehabt? Das oder? Weiß ich nicht mehr. Das könnten wir ja auch für die Kühe benutzen. Ja, ja, oder klar. Was? Okay. Das wird mir noch ein bisschen dauern hier, aber ist nicht so schlimm, weil wir haben ja morgen Bergmann-Freitag, glaube ich. Da ja. Haben wir auf alle Fälle ein bisschen mehr Zeit.
Gut, damit sind wir auch schon fertig für heute. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zum Bergmann-Freitag. Da haben wir richtig viel Zeit. Da werden wir das Feld hier runterrocken. Und bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Baby.